Hallo und herzlich willkommen heute Abend hier zum zweiten Livestream in Sachen Ausrüstung für Beginner sozusagen. So, wir wollen auch nicht lang schnacken und fangen direkt an hier mit dem Shop vom Bundeswehrdiscount.de. Dann schauen wir uns doch mal die Webseite an. So sieht die Startseite aus. Und ich würde sagen, wir fangen dann auch direkt an mit einem Rucksack, wie im anderen Video auch. Und wenn mich nicht alles täuscht, gibt es hier auch diesen Mountain-Rucksack, wie in dem anderen Shop, den ASMC-Shop vom letzten Mal. Und den nehmen wir dann hier auch in Oliv, packen den mal in den Warenkorb. Und dann machen wir weiter mit einem Tarp. Gucken, ob die sowas haben. Da, so. Oh, die haben nicht viel Auswahl. Da hatte der andere Shop wesentlich mehr. Das hatten wir beim letzten genommen, auch 3x3 Meter. Dann packen wir uns hier auch ein 3x3 Meter Tarp in den Warenkorb. Ah, nehmen wir Flecktarn. Vom Preis. Ne, wir wollen es ja so günstig halten wie möglich. Wir machen das für 18,95. Und dann geht es auch weiter mit, was hatten wir noch? Eine Isomatte. Isomatte. Ah, hier gibt es auch diese faltbare. Die ist, glaube ich, auch der gleiche Preis wie in dem anderen Shop. Isomatte haben die nicht viel Auswahl. Original Bundeswehr Isomatte, allerdings gebraucht. Hier ist eine neue. Packen wir uns die auch mal in den Warenkorb? Nein, die packen wir uns nicht in den Warenkorb. Die gibt es aktuell nicht. Na toll. Was nehmen wir denn da? Dann nehmen wir halt diese hier mit Alubeschichtung. Aber gucken wir mal nach einer Luftmatratze. Gibt's auch nicht. Eine Thermomatte. Selbst aufblasend. Sowas hatten wir, meine ich, auch im letzten Stream genommen. Könnten wir eigentlich mal diese nehmen. 35,90. Ist natürlich nicht das günstigste. Aber wir wollen ja auch günstig und gut. Komm, das muss einfach sein. Nehmen wir die für 35 Euro. Und dann hatten wir noch beim letzten Mal. Oh, jetzt muss ich mal eben hier meine Fenster hin und her schieben. So, eine Unterlegplane. Elefantenhaut. Da haben wir auch die Elefantenhaut. Neu. Und gebraucht. Von den Maßen das gleiche. Die ist 2,5 mal 1 Meter. Die auch. Ne, die ist 250. 2,15 Meter. Dann nehmen wir die neue für den Preis. Ja. In den Warenkorb damit. So. Dann brauchen wir einen Schlafsack. Ja, was nehmen wir denn da? Wir hatten gesagt, wir wollen so bei 5 Grad nachts noch nicht frieren, also brauchen wir sowas, so einen Übergangsschlafsack. Doppelschlafsack, da kann man direkt mit der Freundin drin kuscheln. Der sieht nicht schlecht aus hier. Schauen wir uns mal die Werte an. Ja, der ist doch perfekt. Ist auch direkt ein
Kompressionssack dabei, aber meistens bei den billigen Schlafsäcken die Kompressionssäcke. Da zieht man zweimal feste dran, dann reißen die Nähte auf. Aber ich würde sagen, für 42 Euro packen wir uns den auch mal in den Warenkorb. So, dann kommen wir schon zum Thema Kochen. Da hatten wir einen Hobo. Gibt es hier nicht. Gehen wir mal Kocher ein. Hier müssen wir wohl oder übel auf Gas ausweichen oder Spiritus. Tja, dann bleibt uns hier wohl nur Gas oder Spiritus. Dann nehmen wir hier mal so einen Spirituskocher, aber auch nur zwei Dinger hier. Oder hier, das ist doch optimal. Da haben wir den Kocher und die Töpfe direkt alles in einem für 20 Euro. Das ist doch nicht verkehrt. Dann packen wir in den Warenkorb. Spiritus muss man natürlich separat holen. Das wird man hier wahrscheinlich nicht bestellen können. Topf haben wir somit auch. Dann brauchen wir nur eine Tasse. Ah, hier schön Edelstahltasse. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, um die 400 Milliliter. Tasse hier, so eine hatten wir. Oh, ist die gleiche. Nehmen wir die auch mal in den Warenkorb. Und dann hatten wir einen Feuerstahl. Haben die nur einen Feuerstahl? Was ist das denn? Das ist noch nicht mal. Das ist ein Messer mit Feuerstahl. Das sieht schon besser aus. Hier gibt es auch direkt so einen Feuerstahl mit Anzündmaterial. Ja, mit. Das ist so was, wie ich hier auch rumliegen habe, was absolut nichts taugt. Das ist so ein Mini-Feuerstahl, die sind eigentlich ganz gut. Von Light My Fire, die sind eigentlich eine gute Marke. Ich würde sagen, wir nehmen das auch. Der ist zwar klein, aber reicht, um Feuer anzumachen. Aber nicht im Blau. Ah, nehmen wir Orange. Gibt's nicht. Na toll. Nehmen wir Rot. Rot gibt es noch. Ab in den Warenkorb. So. Ich glaube, damit hatten wir jetzt auch schon alles, was wir beim letzten Mal auch hatten. Und ich sehe schon, wir sind deutlich günstiger als beim letzten Mal. Schlafsack haben wir, Plane haben wir, eine Isomatte haben wir, Bundeswehr Schlafsack, Unterlegding haben wir, Schlafsack haben wir, einen Kocher haben wir inklusive Töpfe und eine Pfanne, eine Tasse haben wir und einen Feuerstahl haben wir. Ach, ein Messer fehlt noch. Da hatten wir bei dem anderen ja das Mora. Gucken, ob es das hier auch gibt. Schauen wir mal. Geben wir mal Mora ein. Nichts gefunden. Okay. Dann bleiben wir halt beim Messer. Outdoor-Messer Hunter. Fox. Finde ich von der Form eigentlich ganz schön. Klingenlänge 11,5 cm. Das reicht auch. Wird zwar vom Stahl nichts Dolles sein, wird wahrscheinlich oft nachzuschärfen sein, aber für den Anfang reicht das. Um mal ein bisschen Stöckchen anzuspitzen oder Kartoffel zu schneiden, reicht das ganz voll und ganz. Packen wir auch in den Warenkorb. Und ich glaube, wir sind immer noch günstiger als bei im ASMC Shop. Ja, wir hatten im ASMC Shop 238 Euro und hier sind wir jetzt bei 204,25 Euro. Ja, doch ein bisschen Geld gespart hier beim Bundeswehr-Discount. Und im nächsten Stream am Freitag schauen wir uns dann gemeinsam den Shop an von outdoorfan.de. Da habe ich selber schon ordentlich was, ordentlich Klamotten bestellt und so. Ich war da eigentlich immer sehr zufrieden, auch mit der Qualität.
Beim Bundeswehr-Discount habe ich auch schon mal selber bestellt und kann da auch nur sagen, dass die Versandzeit echt super war und die Artikel auch einwandfrei waren. Ja, ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend. War jetzt ein kleiner, kurzer Stream nur. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und man sieht sich dann im nächsten Stream wieder am Freitag. Heute ist übrigens noch ein Lost Place Video online gegangen. Und zwar waren wir in einer verlassenen Kirche mitten in der Stadt. Da mussten wir durch so einen Tunnel durch und ja, schaut euch einfach das Video an. Das ist auch unten in der Playliste drin, auf unserem Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.